Die emotionale Seite von Veränderungen wird oft vernachlässigt. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber für Change Manager ist sie extrem wichtig. Rational verstehen die meisten Menschen, warum Veränderungen notwendig sind. Das heißt aber nicht, dass sie diese auch emotional akzeptieren und mittragen. Die mit Veränderungen verbundenen Gefühle liegen häufig unter der Oberfläche und werden daher nicht offen in Workshops oder in Meetings geäußert. Deswegen muss man diese Emotionen mit geeigneten Methoden hervorlocken, um sie so diskutierbar zu machen. Wir haben bei der Deutschen Telekom sehr gute Erfahrungen mit offenen Formaten gemacht, die Betroffene zu Beteiligten machen. Wenn Mitarbeiter merken, dass sie mit ihren Fragen und Gefühlen nicht alleine sind, sondern diese mit vielen anderen Menschen teilen, dann fühlen sie sich verstanden und sind auch eher in der Lage, was von sich preiszugeben. Manchmal muss man daher Risiken eingehen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Zum Beispiel, indem Change-Verantwortliche in Unternehmen offene Formate einsetzen, wie World Café, Open Space, Fishbowl, auch Improvisationstheater oder Visual Facilitation. Das sind Formate, bei denen man vorher nicht genau weiß, welches Ergebnis am Ende konkret herauskommt. Wir haben diese Formate bei der Deutschen Telekom schon seit längerem genutzt, unter anderem in einem Veränderungsprozess im Jahre 2009, wo es um die Integration von 1000 Mitarbeitern und Führungskräften der damaligen T-Mobile International AG in die Konzernzentrale der Deutschen Telekom ging. Meine größte Lernerfahrung damals war, dem Prozess wirklich zu vertrauen. Denn die Betroffenen wissen ja am ehesten, was sie brauchen, um die Veränderung anzunehmen und dann auch mitzutragen. Und daher lohnt es sich, mutig zu sein und solche Methoden auch anzunehmen. Bei offenen oder selbstorganisierenden Formaten heißt es aber nicht, dass man das Ergebnis praktisch dem Zufall hinterlässt. Im Gegenteil, gerade bei diesen Formaten ist es wichtig, dass man ein gutes Gesamtkonzept hat und auch eine gute Steuerung. Beim World Café zum Beispiel kommt es darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Das sind häufig Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind und wo sehr unterschiedliche Meinungen und Perspektiven eine Rolle spielen. Beim Open Space ist es so, dass dieser sehr, sehr gut vor- und nachbereitet werden muss, damit die Teilnehmer auch nicht nur ihre Themen einbringen, sondern hinterher auch tatsächlich was mit den Ergebnissen passiert. Mein Fazit: Emotionen, positive wie negative, sind in Veränderungen immer da. Thematisiert man diese aktiv, anstatt sie auszublenden, steigt die Wahrscheinlichkeit, die Ziele der Veränderung tatsächlich zu erreichen.